Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, wie ging das jetzt nochmal schnell mit den Schleichen? Ich wollte schleichen gerade, um die Kiste zu öffnen. Ah, verdammt! Nochmal laden. Ich wollte die Küste. Die Küste wollte ich noch schnell plündern. Ja. Ah, ei. Hä? Redet mich gerade jetzt wirklich jemand an? Tatsächlich. Schade. Geht's jetzt? Hey, du. Na. Dann hatte ich nur Glück vorher. Ups. Okay. Wurscht ist nicht so schlimm. Snaf ist in dieser Richtung, bilde ich mir jetzt ein. Nein, falsche Richtung. Oder? Die Richtung ist Snaf, ne? Stimmt. Die Arena müssen wir... Würdest du? Danke. Die Arena müssen wir auch noch machen. Jo, wir haben viel zu tun eigentlich. Wo war denn jetzt dieser Dusty? Puh, den muss ich auch noch finden. Ha! Jo, also mal als erstes mal zu Snuff, will ich mal sagen. Die Erfahrungspunkte muss ich aufbewahren. Hier muss ich noch einen Kampf gewinnen, das können wir jetzt auch probieren dann. Dann muss ich... Snuffy, bist du hier? Schläft er noch? Ich glaube, der schläft noch. Kann ich jetzt schon selber herstellen, meinen... Ah, da brauche ich diesen Kochlöffel, ne? Diesen... Sonst geht das ja nicht. Ja! Ja! Der schläft hier noch. Sag einmal. Ich habe mir eingebildet, dass das mit der einen Taste geht, mit dem Schleichen irgendwie. Kann ich abschleichen? Sicher kann ich schleichen. Warte mal, ich muss kurz was nachschauen. Jetzt habe ich das tatsächlich vergessen. Ist hier die Tastaturbelegung? Ja. Wie geht es jetzt mit dem Schleichen? Warte, warte, warte. Sprinten, schnell schleichen. Ah! Habe ich ja gedrückt gehabt. So, jetzt geht's. Da gibt's einige Truhen. Okay. Ja, ich speichere mal kurz. Schon wieder aufstehen. Ja, das ist, denke ich mir, auch jeden Tag, wenn ich arbeiten gehen muss und so. Schon wieder aufstehen. Ja, brich ab, hast du recht. Warte. Das merke ich mir nie. Warte, ich muss nochmal laden. Ja. Ach Gottchen. So. Schau, schon wieder verkehrt. Schon wieder verkehrt. Okay, schon wieder verkehrt. Links, rechts, links, links, rechts. Gottes Willen, dann gehe ich wieder links. Okay, ich werde es wieder versagen. Links, rechts, links, links, rechts, links. Jetzt haben wir's. So. Ja, gibt es einiges an Essen. Ich brauche eh wieder Nachschub. So. Kannst wieder aufstehen. Und weiter schleichen. Zur nächsten Truhe. Schnaff. Da schläft er. So. Nochmal speichern. So, um die Triche zu sparen. So. Ja klar, brich ab. Okay. Okay. Mann. Dann laden wir halt nochmal. Das ist ein bisschen ungut. Schlaf, Snuffy, schlaf. Drei. Schau schon wieder.
Aha, lol. Das dachte ich, hä, jetzt bin ich schlauer? Nee. Okay. Also, rechts, viermal links und das fünfte, sechste Mal dann. Ach, egal. So, also rechts, eins, zwei, drei, vier, links, nochmal rechts. Okay, passt. Rezepturen, super. Eine Schüssel und ein paar Erzbröckchen. Sehr gut. Ich brauche trotzdem noch einen Kochlöffel. So. Wusch, passt. Ich brauche trotzdem einen Kochlöffel. Bett. Snuff wird nichts gehen wahrscheinlich. Ich probiere mal, ob ich ihn aufwecken kann. Snuffy! Hey, du. Ja? Verschwinde hier! Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur mein Essen haben. Kommt er schon oder schläft er noch? Na. Ich... Jawohl, er kommt schon. Oder auch nicht. Yes. Ich kann so viel haben vom Eintopf. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und ja, das stimmt auch. Ja. Dankeschön. Servus. Jo, du armer Teufel. Das heißt, wenn er jetzt wach ist, haben wir auch eine Chance, hier gleich die Arena zu machen. Wenn wir schon mal da sind, ne? Skitty, da haben wir ihn schon. Würde ich sagen, das speichern wir auch gleich sofortigst. Wenn wir nur warten, bis er dort vorne ist, dann werden wir uns den leichtesten aussuchen. Oh Gott, wer war denn das noch gleich? Der Novize? Hey du. War das ein Templer? Kämpfst in der Arena? Kämpfst in der Arena? Schlag nochmal kurz nach. Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Okay. Und der andere ist er, ne? Kirgo, war er das? Ja. Komm schon, naja. Ich frage noch kurz Skitty mal. Dann können wir das nämlich abschließen. Ich will wetten. Ich will in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Bevor du nicht einem der Lager angehörst, werde ich dich nicht kämpfen lassen. Ah. Einen unabhängigen Kämpfer will hier keiner sehen. Okay, trainieren. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay. Da muss ich das selber rausfinden, oder wie, ne? Aber er soll ja der Meister sein, Karim, glaube ich, ne? Das wäre nicht so gut, wenn ich ihn herausfordere. Ein Gardist oder ihm? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach mal mein Glück. Ich speichere nochmal und versuche es einfach. Mehr wie versagen kann ich eh nicht. Hallo. Hey, ich probiere es mal. Ich fordere dich zum Duell in der Arena. Stufe 10. Es dient nicht der höheren Ehre des Schläfers, wenn ich einen dahergelaufenen Bau... Okay. Ich werde erst gegen dich kämpfen, wenn du... Aber ich ja, bin okay. Mir sicher, die Kämpfer aus dem alten oder dem neuen Lager haben nicht so einen hohen moralischen Anspruch. Okay, dann du nicht, dann du vielleicht. Kämpfen? Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Kämpfen? Nein, ich will gegen dich kämpfen. Jetzt. Wie du willst. Ich probier's mal. Ich bin bereit, wenn du es bist. Auf geht's. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Ich probier's einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Mir kam's vor, man könnte ihn besiegen. Irgendjemanden von denen. Das soll nicht so stark sein. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Kämpfen? Du lernst schnell. Und jetzt? Au. Ja, wäre möglich, glaube ich. Probier es nochmal. Es wäre, glaube ich, möglich.
Wenn ich mich richtig hinstelle, dürft's gehen. Probieren wir's nochmal. Arena, ich skipp das mal. Kämpfen. Nein. Kann losgehen. Ich probier's nochmal. Vielleicht bin ich ja wirklich zu schwach, aber ich schau mal. Sollte schon klappen, glaube ich. Okay, oder auch nicht. Versuch das nicht nochmal! Hä? Okay, dann vielleicht doch nicht. Vielleicht ist das hier jetzt wieder anders. Ich bilde nämlich ein, früher konnte man recht leicht jemanden davon. Vermöbeln. Egal. Vielleicht habe ich mich echt vertan. Wurscht. Lass mir's halt. Vielleicht, wenn man mehr geschickter ist als wie ich, dass man das hinkriegt. Keine Ahnung. Wurscht. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte jetzt jemanden finden fürs Sumpflager. Und ich brauche das Rezept Schlafen, ne? Boah. Das heißt, ich muss zum Händler. Bin ich da schneller, glaube ich. Wenn ich hier lang laufe. Jo. Genau, für die Dings unten. Und diesen Das Dusty. Den muss ich auch noch finden. Wenn ich Glück habe, ist der auch davon. Warum passiert sowas immer wieder? Jo. Weil du Pech hast. Butler, Butler. Nicht der, den ich suche. Nicht der, den ich suche. Der auch nicht. Fisk. Ich schau mal, ob der so ein Schlafdingens hat. Ware. Zeig mir deine Ware. Da. Felle, Schattenläufer. Hast du irgendwelche Spruchrollen? Na, der hat leider auch nichts Passendes. Verdammt. Ich hatte gehofft, da finde ich sowas. Okay, dann halt nicht. Schlecht. Dann bleibt mir nur noch Dusty übrig. Ich habe keine Ahnung, wo ich den finde. Ich schaue mich halt einfach mal ein bisschen um. Da ist er schon. Hey du. Das war Absicht. So. Hey, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parvest da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Ja, warum nicht? Weil... Dir gefällt sie nicht, wieso kannst du dann... Wieso gehst du dann nicht einfach? Jo? Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du dann nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Okay. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Okay. Dann habe ich eine Info für dich. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, wow, um die Wachen zu bestechen. Ja. Hey, kann ich dir dann helfen? Ende. Okay, und jetzt? 100 Erz, ich könnte dir was geben. Wie schauen wir aus? Spielt aber ebenfalls mit dem Gedanken, dort abzuhauen. Naja, ich könnte ja schon 100 Gold geben, aber... Muss ich da jetzt mit dem Gardisten am Tor sprechen oder so? Oder hier vielleicht? Mit dem? Na, da geht auch nichts. Ja. K.A., ne? Es wird nicht so heiß, wie es gekocht wird. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere.
vielleicht mit Shackle? Vielleicht kann ich mit dir irgendwie... Hallo? Schutzgeld nachgedacht, um Gottes Willen, nein. Puh. Ja. Dann halt nicht, ne? Gut. Was jetzt? Was nun? Ich könnte noch ein bisschen ums alte Lager herum Viecher schnetzeln. Ich habe ein paar Lernpunkte. Stufe 7. Ich habe 22 Lernpunkte. Das ist viel. Ich habe 30 Stärke. Das ist zu wenig für den Zweihänder. Das heißt, da muss ich noch was nachbessern. Ja, ein bisschen schnitzeln. Schnitzeln wäre nicht schlecht. Jo. Jo. 10 Stufen brauche ich jetzt für Akrobatik fürs neue Lager. Die muss ich zurückhalten. Also habe ich noch 12 übrig. Jo. Könnte ich in Stärke investieren eigentlich? Hm. Jo. Bin leicht unentschlossen. Was könnte ich denn sonst noch für Quests erfüllen? Ah ja, der alkoholische Nachschub. Der war ja auch noch. Silas, Kneipe... Kiste Starkbier. Im alten Lager könnte ich fündig werden. Kiste Starkbier, was hat irgendwie bei Gomez dort in der Nähe? Und der Banditen, was war hier? Ah ja, das war das mit Butch. Der Bauer, genau, der will mir das nicht beibringen. Verschollener Butler, was haben wir denn hier? Garrett passiert ist. Ah. Da sind wir in der Seite drin. Ne? Da war ein Minecrawler drin. Da konnte ich noch nicht hin. Ulberts Lagerschuppen. Das müsste aber auch schon beendet sein. Das habe ich doch schon gemacht, oder? Schulden bei Sketty. Oh. Halt. Schulden bei Sketty. Fletcher. Er meinte, ich solle erst ordentlich trainiert sein, bevor ich gegen Gorhanis antrete. Mhm. Gorhanis, okay. Prüfung des Vertrauens, ja, das ist für Dings dann. Rezept der Sekte. Ah ja. Dexter, ja genau. Okay, warte, das können wir schon machen. Dexter war da drüben. Gut, dass ich nochmal nachschaue, bevor ich hier abhau. Dexter! Dexters Labor. Genau, da haben wir dann das Rezept. Dann passt das auch schon. Dann haben wir eine Quest schon erfüllt. Hallo. Hallo. Ich habe das Rezept. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Ja. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein guter Mann. Ja, ja. Will Diego von der Sache erzählen. Ja, bitte, das wäre sehr nett. Nimm das für deine Mühen. Die Firma dankt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ah, aber keine Spruchrollen wahrscheinlich, oder? Erstmal abwarten. Na, nicht so arm wie eine Kirchenmaus, das habe ich schon befürchtet. Eine Karte von der Kolonie. Leider fehlt drauf ein großes Gebiet im Südwesten. Das ist schlecht. Da muss ich zum Kartenzeichner hin wahrscheinlich. Da kriege ich eher das, was ich möchte. Servus. Okay. So, das zu dem. Die Quest hätten wir schon mal. Dann, was hätten wir noch? Ärger mit Herek. Ah ja, der Trottel. Den müsste ich verprügeln, ne? Verschwundener Gardist. Neck. Ja, aber Neck habe ich doch schon gefunden. Die Quest hole ich doch auch. Die Butler im Arena, im Arena-Viertel. Muss ich das dann jetzt noch machen?
Wahrscheinlich. Weil Neck habe ich doch gefunden. Ich habe ja schon... Oder bin ich jetzt doof? Nee, oder? Das ist alles etwas merkwürdig. Naja, probieren wir es halt, ne? Verstehe ich jetzt zwar gerade nicht, warum das jetzt nicht abgeschlossen ist. Fragen wir mal, hallo. Wo finde ich... Interessanter Ort. Wo finde ich Neck? Diego Toros. Okay, na, da ist einmal nix. Danke, mach's gut. Halt die Ohren. Ja. Die Butler bei der Arena. Ja, okay, das wird zu weit drüben sein. Dann gehen wir ein bisschen weiter Richtung Arena. Vielleicht ist dann besser. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal. Ich probiere es halt mal hier. Hey du. Hey Guy. Na, das passt auch alles nicht. Vielleicht ist das echt ein bisschen buggy alles zusammen. Fletcher, hallo. Der ist ja sauer, der muss jetzt ja für ihn die Schicht machen, ne? Weil ich soll ja Butler fragen und keinen Schatten, weil ich möchte die Quest schon weg haben. Ich habe nicht gedacht, das hätte ich geschafft. Vielleicht muss ich einfach nur was Banales fragen. Wie steht's? Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben. Selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Ah. Okay. Das haut irgendwie nicht so hin, wie ich das mir erhofft habe. Hey, hallo? Boss? Na, ich glaube, das ist sinnlos. Weil das mit Neck habe ich doch schon abgeschlossen. Ich verstehe das gerade nicht. Egal. Auftrag von Torus war was? Mordrak. Das könnte ich ihm schon sagen. Mordrak ist weg. Eine Karte für Redford. Ihm eine Karte aus dem alten Lager zu besorgen. Es soll dort einen Kartenzeichner... Aha, Graham. Fündig werde. Okay. Gardist Ori gab mir den Auftrag, einem Mann namens Pacho eine Nachricht zu überbringen. Falls dem Typen begegne, soll ich ihm sagen, dass die nächste Runde auf Ori geht. Was auch immer das heißen mag. Pacho, okay. Aufnahme altes Lager, Feuermarke, okay. Also Torus können wir noch machen. Boah, das ist echt fu. Also Torus. Mut schön ausweichen. Torus. Jetzt wird er mich halt so ein bisschen zusammenstauchen, dass ich ihn nicht zusammengeschlagen habe, aber ist wurscht. Wegen Mordrak. Der Typ wird sich nicht mehr blicken lassen. Jawohl. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Ja. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Ja. Ich muss in die Burg. Ich bin Bote der Wassermagier. Ich muss in die Burg. Echt wahr? Ich bin Bote der Wassermagier. Ich muss in die Burg. Natürlich bist du das. Und dein Amulett hast du verlegt, was? Ja. Man kann es ja mal probieren. Ciao, ciao. Okay, das zu dem Graham. Brauche ich Grimm? Graham ist da unten normalerweise. Da muss ich mir eine Karte holen. Das bist du aber, oder? Ist das... Na, Gravo. Hoppala, ich mich verdammt. Wo war dieser Graham? Oh mein Gott. Den finde ich in 1000 Jahren nicht, Mann. Wo war der denn schnell? Jo. Ich bilde mir ein, der war nicht so weit weg. Aber vielleicht bin ich ja auch nur eine Einbildung. Graham, da ist er. Habe ich ja gewusst. Hallo. Ich brauche eine Karte. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem.
für dich nur 20 Erz. Moment, Diego sagt, du sollst mir eine Karte geben, nicht verkaufen. Rück die Karte raus oder ich poliere dir die Fresse. Gut, ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. Geben? Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? Ja. 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Na gut, hier. Ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. Gut. So billig kommst du nie wieder an so eine Karte. Glaub mir. Ja, ja, stehlen. Karte kaufen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Ja, die kostet 100, damit er... desto teurer sind die Karten. Ja, ja, klappe. Ich möchte haben eine gute Karte. Übersicht des Alten? Nein. Skizze. Was für eine Skizze? Du hast hier gar nichts Brauchbares. Du hast nur sowas. Koloniekarte. Hallo? Willst du mich da betrügen? Ein 50er. Übersicht, altes Lager. Betrug. Naja, wenigstens habe ich eine Karte. Ich hoffe, das reicht für den Questgeber. Also. Ich schau mal, ob das eine passende Karte ist. Karte zur alten Mine. Okay, das ist nur sowas. Da muss ich mir echt die eine kaufen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Ja, gib mir dann halt die, in Gottes Namen. Ein 50er. Habe ich irgendwas? Was ist denn das? Rezepturen? Das muss ich noch lesen, glaube ich. Gibt es denn hier irgendwas, das ich gut verkaufen kann? Meine Waffen halt, ne? 30er. Ja. Na, warte. Die ist zu wertvoll. Dann nehme ich eine schlechtere. Der Bogen könnte auch schon zu viel sein. Da bringe ich es mal hier mit. Und dann wären noch 3 übrig. Kann ich hier irgendwas... Ja. Irgendwas noch mit 1. Ist irgendwas 2 wert? Irgendetwas... Sonst ist sie wurscht, sonst nehme ich noch so eins und nehme Erzbrocken dazu oder so. So. Und da noch ein Erzbröckelchen, jetzt passt's. Annehmen. Ciao. So, dann haben wir das auch. Gut. Okay. Da fehlt echt ein großes Stück. Aber der Orkfriedhof ist oben, es ist das Sumpflager oben. Ja, das ist halt echt ein kleines Ding. Vielleicht können es wir noch fertig aufdecken, ist ja wurscht. Okay, fein. Ich schau grad, ist hier... Gut, ist glaube ich eher als oben, was wir brauchen. Was mache ich da? Quest, so nochmal. Pacho. Diesen Pacho. Wo finde ich den denn bitte? Pacho wäre der nächste, bei dem wir die Quest erfüllen können. Wie spät ist denn schon? Oh, der Part wäre zu Ende. Dann würde ich sagen, lassen wir das. Ich werde mich hier noch kurz ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir diesen Pacho. Und wenn nicht, dann gehen wir halt weiter, ne? Ah ja, den da drüben. Wie oft habe ich euch denn angesagt? Entschuldigung. Nicht durch meine Hütte. Ja. Entschuldigung. Ich werde den jetzt verhauen nochmal probieren. Also. Der ist da hier irgendwo, ne? Ich hoffe, er rennt nicht wieder weg von mir. Ich glaube, da drüben steht er. Da haben wir den verhauen und ja, ich versuch's halt nochmal und ja. Dann schauen wir uns den Pacho vielleicht an. Vielleicht finden wir den irgendwo hier. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!